Jaha, willkommen liebe Zocker und YouTuber und Star Citizen und Weltraumbegeisterte zu Star Citizen. Und zwar, ich bin mal wieder auf Everest Harbor. Nach den letzten Ausflügen mit der Stolpertruppe muss meine Carrack sich ja mal ein bisschen erholen. Genau genommen muss ich sie gleich mal reparieren. Ich glaube, die hat einige Kratzer abgekriegt. Unter anderem ist ja meine arme Dragonfly kaputt gegangen. Da gucke ich gleich mal vor Begeisterung auf meinen Arm. Weil irgendjemand hat die zerschießen lassen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Egal. Was machen wir heute in Star Citizen? Wir fliegen natürlich wieder mit der Carrack los, nachdem ich sie repariert habe. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns mal ein kleines bisschen auf der Homepage um, weil wir haben wieder mal ein Community-Event. Genau genommen, sagen wir mal, böse Zungen würden behaupten, ein Commerz-Event, ein Event von CIG, um wieder ein bisschen Geld an Land zu schaffen, beziehungsweise den Leuten aus der Tasche zu ziehen. Aber es ist natürlich auch wieder ein schickes Community-Event. Ich zeige es einfach mal ganz kurz. Moment, dafür müssen wir mal ganz kurz hier... Ah! Moment, da switche ich kurz und blub, da sind wir. Auf der Homepage, und da springt einen gleich mal Folgendes an, nämlich das Foundation Festival 2953. Und das ist im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, ein Free-Flight-Event für neue Zuschauer und für, beziehungsweise für neue Citizens und für alte Citizens die Möglichkeit, so ein paar Goodies zu verdienen, indem sie sich um die neuen Free-Flight-Besucher kümmern. Ich zeig mal so ein bisschen, was gibt es denn? You're ready to go, already signed in, und ja, auch so, da wird mir gesagt, dass ich natürlich schon ein Citizen bin und natürlich mich überhaupt nicht mehr hier engagieren muss, um fliegen zu können. Auf jeden Fall gibt es hier ein Guide-System für die alten Spieler, da können sie sich im Chat mit den neuen Spielern verknispern und können da so ein bisschen sich um die kümmern. Und dann gibt es hier sogar so ein Reward-System, da kann man Punkte sammeln und da kann man hier so eine Ingame-Skins sammeln, wenn man sich um neue Spieler kümmert. Da habe ich aber ehrlich gesagt, das klingt jetzt total fies, da habe ich gar kein Interesse dran. Da habe ich gar keine Zeit für. Ich kümmere mich schon um die ganzen Schüler. Da habe ich nicht noch Zeit für Citizens. Aber auf jeden Fall, wer das machen will, der kann das natürlich tun. Dann haben wir hier noch One Big Happy Galaxy, das klingt so ein bisschen schön. Ja, da gibt es ein paar Tutorials, da kann man auch Tutorials selber erstellen. Also wie gesagt, man kann sich direkt um die Leute kümmern, kann Tutorials erstellen. Eine feine Sache. So, und wenn man dann so ein bisschen reingeschnuppert hat in Star Citizen, dann kann man seinen Pfad wählen, also kann sagen, was möchte man denn machen. Und da gibt es natürlich für Free Flight so ein paar Schiffchen, die man ausprobieren kann. Fürs Medical Gameplay, fürs Mining, fürs Salvaging, da sind einige Schiffchen, die man dann kostenlos verwenden kann. Und da kann man hier überall draufklicken und kann sich das dann mal angucken, was es denn hier so gibt. Zum Beispiel hier die Misk Prospector, die kann man natürlich dann auch kaufen, logischerweise. Aber das machen wir jetzt natürlich erstmal nicht. Da kann man hier überall draufklicken. Ich gehe jetzt hier erstmal einen Schritt zurück. So, zack. Und kann sich dann überlegen, welchen Pfad man wählen sollte. Darum möchte ich auch gar nicht so eingehen, das können die Leute dann selber ausprobieren. Ich bin ja keiner von denen, der so die Leute so richtig an die Hand nimmt. Wie gesagt, ich habe genug zu tun. Aber wir zeigen hier einfach mal noch so ein bisschen hier, was gibt es hier noch? Hauling, Kämpfen kann man machen. Und dann gibt es für die ganz Neuen hier dann in der Tat natürlich auch für die neuen Rekruten hier die Starter-Packs mit den vergünstigsten, was sind da, 10%? Ja, 10% unten steht es dran, du Nase. Da steht sogar 20% drauf, einfach weil das Schiff so hässlich ist. Nein, weil es, keine Ahnung, warum das eine 10 und das andere 20 sind. Und dann gibt es sogar hier so ein quasi so ein Outfit-Package, was man sich dann ranholen kann. Da ist eine Armor drin, da ist ein Mining-Attachment drin, ein Multitool, ein Traktor-Beam-Attachment. Da ist man dann quasi für alles gerüstet. Also abgesehen davon, dass CIG damit Geld verdienen will, finde ich das wirklich in der Tat ganz nett gemacht. Und dann gibt es für die alten Hasen oder aber für die Leute, die gleich dick einsteigen möchten, dann natürlich auch noch hier so eine Auswahl von Foundation Festival Ships oder für Leute, die sagen mal, ich möchte die neuen mal so richtig in Style durch die Gegend schippern, da kann man hier noch ein paar Schiffchen kaufen, die Touring zum Beispiel, die 600i, warum kann man hier nicht weiter scrollen? Will hier weiter scrollen, geht nicht. Okay, dann lassen wir das. Auf jeden Fall gibt es hier so ein paar Schiffe. Mal kurz aktualisieren drücken. Vielleicht ist da ein kleines Problem aufgetreten. Da hakt es gerade so ein bisschen.
Macht nichts. Wir kümmern uns hier. Hin und wieder stürzt bei mir zumindest diese Homepage so ein bisschen ab. Keine Ahnung warum. Dann kann man auf nichts mehr draufklicken. Wahrscheinlich liegt das an dem Zurück-Button. Kann natürlich auch sein. Wie auch immer, da kann man sich dann halt auf der Homepage so ein bisschen verlustieren. Und kann sich dann auch, wenn man einen Referral-Code von jemand benutzt, was selber was Gutes tun, indem man, ich glaube, 5000 Credits gleich beim Start einsackt und derjenige, dessen Referral-Code man benutzt, der kriegt dann ein kleines Ingame-Goodie. So, warum sage ich das? Nicht etwa, weil ich euch meinen Referral-Code, ich switch wieder aufs Spiel, geben möchte, sondern weil das schon einer getan hat, bevor ich überhaupt das Video hier drehen konnte. Erstmal ein dickes Danke, wer müllt denn hier eigentlich alles zu? Und dieses Jahr gab es als Goodie das Greycat STV und da mir ja meine schöne Dragonfly zerlegt wurde, ich sag nicht den Namen, wer das war. Deswegen holen wir uns jetzt einfach statt der Dragonfly mal dieses ganz neue Greycat STV. Dafür müssen wir natürlich erstmal die Carrack holen. Diese Referral Goodies sind jedes Jahr andere. Meistens gibt's die Merlin. Ich warte ja noch darauf, dass die Archimedes mal gibt. Das wäre ja mal noch was. Dieses Jahr gibt es halt, wie gesagt, gibt es dieses Jahr den Buggy. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Nochmal dickes Danke an denjenigen oder diejenige, der mir diesen Buggy vermacht hat, indem er meinen Referral-Code benutzt hat. Ich weiß nicht, wer es war. Das kann man ja nicht einsehen. Würde sagen, ich habe das falsche Schiff geholt. Ich war der Meinung, ich hätte die Carrack geholt. Aber ich habe ein Schiff geholt, aber es war nicht die Carrack Expedition, es war, glaube ich, die Pisces Expedition. Und das ist natürlich kontraproduktiv. So, guten Tag, was hockst du da rum? Das sah gruselig aus. So, wir lagern die komische Pisces mal wieder ein. Die brauchen wir nämlich nicht. Tatsächlich, ich habe die Pisces geholt. Store. So, das Ding wollen wir haben hier, Carrack Expedition. So, jetzt wird schon raus. 12. Also wie gesagt, nochmal dickes Danke für denjenigen, der mir quasi indirekt dieses STV, diesen Buggy vermacht hat. Nicht nur den Buggy, sondern bei dem Buggy ist doch so ein knallgrüner Skin dabei, den ich jetzt wahrscheinlich gleich nicht verwenden kann, weil wir ja dazu einem Außenposten fliegen müssen. Aber ein grüner Skin ist dabei und standardmäßig sind diese Referral-Bonus, wie gesagt, immer in einer Lifetime-Insurance-Ausgabe rausgegeben, dass die halt mich irritiert gerade, dass meine Katze mir an meinem Bein rumkaut. Also nicht irritieren lassen, dass ich gerade so rumstotter. Man hat dann also eine Lifetime Insurance dabei. So. Und einige Leute benutzen die als Token, als Lifetime Insurance Token. Ich allerdings behalte diese Dinger im Allgemeinen, weil das ist so eine nette Nostalgie. Die heißen ja dann auch so, die heißen ja dann auch Referral Bonus Edition oder sowas. Und die behalte ich dann ganz gerne. So, hier haben wir unseren Ursa noch. Jetzt würde mich mal interessieren, ob meine wiedergespawnte Carrack jetzt wieder ein bisschen intakter ist. Na, der Lift ist wieder da. Ihr erinnert euch, beim letzten Mal war der Lift auch noch kaputt. Und Chef und Flair haben auch nicht funktioniert. Mal gucken wir mal, ob das jetzt der Fall ist. Sie benimmt sich noch irgendwie komisch, aber zumindest funktioniert der Lift. Wir wollen nicht meckern. So, die Fury war auch noch da. Der Ursa ist auch noch da. Wie gesagt, die Dragonfly ist kaputt. Aber die soll uns jetzt mal nicht stören. Ich sag auch nicht, wer das war. Nee, nee, nee. Nein, ist alles gut. Ich finde das immer so witzig. Derjenige hat sich dann auch entschuldigt. Aber ihr braucht euch doch nicht entschuldigen, wenn ihr irgendwas schrottet. In Star Citizen, ich glaube, was in Star Citizen am egalsten ist, ist irgendein Schiff. Wenn irgendein Schiff kaputt geht, ich glaube, das ist das Egalste, was einem überhaupt egal sein könnte. Weil die Dinger sind, naja, man drückt auf den Knopf, dann sind die wieder da. Also das ist... Warte mal, eine Sache probiere ich mal aus. Ob ich was zu reparieren habe. In der Tat, 1350. Und Restock haben wir auch irgendwas. So.
Repair in progress. Do not lift off. Yes. Ah, er hat wieder mein Heck repariert. Das war so rot. Das war, hat mich ein bisschen irritiert. So, ist jetzt, habe ich jetzt zwei Geschütze wieder dran. Davor, da sind zwei dran. Jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite. Da sind auch zwei dran. Also die Geschütze sind wieder dran. Das Heck ist wieder da. Und das Schiff, weiß ich nicht, ob das noch funktioniert. Das gucken wir gleich mal. Erstmal raus hier. So, wir haben nichts abgerissen, glaube ich. So, und jetzt holen wir uns einen, den STV-Buggy, den wir jetzt haben. Ach so, warte, Moment. Eins muss ich euch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob das... Ach nee, das ist unten auf Lawville. Es gab ein neues Subscriber-Flair. Das Subscriber-Flair. Warte mal, das kann ich auf der Homepage, kann ich euch das zeigen. Moment, ich zeige euch das auf der Homepage. So. Ich mache das mal kurz zu hier. So. Dann gehen wir mal in Star Citizen. Das Subscriber-Flair für den Juli. Ja. Ich darf mal kurz in meinen Account reingehen. My Hangar. So. Da ist übrigens der STV. Ja, hier. STV mit Electric Green Paint. Ja, das ist wie gesagt der Referral Bonus. Aber darum ging es nicht. Hier. Star Kitten Mug und Finlay the Stormwall Mug. Das ist der Subscriber Flair für Juli. Man hat also zwei Tassen, die man sich irgendwo hinstellen kann und dann, ich bin mir nicht sicher, was man dann, steht da noch irgendwas dazu? Nein, das ist FPS-Equipment, so wunderbar. Ich schalte wieder rum aufs Spiel. Zack, da sind wir wieder und dann kann man sich diese Tassen irgendwo hinstellen, wenn man denn möchte. So, wo fliegen wir hin? Wo holen wir uns? Com Array. HDMS Hahn. Ich guck mal ganz kurz, wo die Sonne gerade ist. Die Sonne ist da. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz nach, ob Magda irgendwas in der Sonne hat. Hat natürlich nichts in der Sonne. Ich will natürlich, warte mal, ich hab's gleich. Es ist gerade ganz furchtbar. So. Wie ist mit Ariel? Ariel hat was. Bettsteck. Fliegen wir nach Bettsteck. Da ist mindestens Tag. So. Nein, also ich meckere natürlich nicht über die Max oder über das Subscriber-Flair an sich, weil alles, was man da so kriegt, und sei es noch so idiotisch, trägt natürlich bei, dass man später, wenn man denn mal irgendwo in einem wirklich persistent Universe ist, das heißt, wenn es keine Resets mehr gibt, dass man dann Zeug hat, womit man sein Schiff mit Leben füllen kann. Ne? Sei es die Plushies, sei es die... Gut, irgendwann ist das ganze Schiff mit Plushies und Max voll, dann weiß ich nicht, ob das einen Sinn ergibt. Aber man hat zumindest Sachen zur Auswahl, wo man sagen kann, oh, das stelle ich doch auf den Tisch oder das stelle ich dahin, das stelle ich dorthin. Ich finde das ganz witzig. Man muss ja nicht sein ganzes Schiff damit zumüllen. Ne? Man kann ja ein bisschen was aufstellen. Man kann es dezent machen. So. Und insofern finde ich das ganz witzig, wenn sie einem da so eine kleine Auswahl liefern. So, wir wollen dahin. Das ist da hinten am Horizont. Hinterm Horizont. Wenn wir Pech haben, landen wir dabei natürlich im Abendrot. Das heißt, wenn ich da gelandet bin, ist dann auch wieder dunkel. Aber naja, mal gucken. So, meine Carrack scheint wieder in Ordnung zu sein, ja. Also sie hat keine Macken mehr. Warte mal, wir können gleich nochmal Chef ausprobieren. Einer, der Siruk hat mir eine interessante Idee erzählt. Der hat gesagt, na, vielleicht liegt das daran, dass Wolfi sich oben in den Turm gesetzt hat. Manchmal switcht dann der Chef um. Und dann kann nur der Co-Pilot das Chef bedienen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass das so war. So. Nicht mein gutes da. So, ich probiere mal ganz kurz das Chef aus. Achtung, Chef, 321. Ja, hat funktioniert, glaube ich. Es war kein Chef, es war das andere, aber egal. Es funktioniert jedenfalls. Es hat zumindest bumm, bumm gemacht. Jetzt. So, wir fliegen nach Bettsteck. Und
und holen uns da das STV und machen da gleich mal eine Probefahrt. Da gibt garantiert einen Tod. Da werde ich mich auf jeden Fall verorten. Dann schauen wir mal. Was haben wir? 11 Kilometer, okay. Bremse, mein guter. Fahrwerk raus. Da sind lauter Steine. Die gute Nachricht ist schon mal, ich sehe keinen anderen Spieler. Doch, sehe ich. Okay, was haben wir da? Eine Wengard Harbinger. Okay. Wird mir ja nichts tun. Aber wir wissen, dass wir selbst in einer No-Fire-Zone da nicht in Sicherheit sind, weil irgendwelche NPCs dann ankommen und einen beschießen und einem hinten in die Carrack reinkacheln. Ihr habt's hoffentlich noch in Erinnerung, ja. So, ich versuche gar nicht erst auf so einem Landepad zu landen, sondern, da ist noch einer. Was ist denn hier los? Cutlass Black. Aha. Da kommt die nächste an, die dritte. Sag mal, was macht ihr hier? Ist wieder mal ein anonymes Alkoholiker-Treffen oder was ist los? Muss ich mein Schiff wieder abschließen, sonst. Hör auf hier, geht weg. Da hinten sind die. Das ist mein Schiff. Geht weg da. Landet eine Cutlass oder was das ist. Ich land auf dir drauf. Move your ass. Schön mal drüber schweben, kriegt da ein bisschen Muffensausen. Ein Schatten! So, ich will ja eigentlich hier runter. So. Schönartig sein. Ich lande nicht ganz so dicht dran, sonst meckert er wieder mit der Landekontrolle. Hier in der No-Fire-Zone, theoretisch ja, aber das hat ja nichts zu heißen. Wie wir an den NPCs gesehen haben. So, wir gucken uns die Sache erstmal von hier oben an. Ob da draußen sicher ist. Naja, was ist schon sicher? Jetzt habe ich so ein bisschen Bedenken, unten die Ladeluke aufzulassen. Wie man hier sieht. Ich würde sagen, das sind die Überreste einer Fury. Dann gucken wir mal, was ist da draußen los? Zwei Cutlasses. Oh, die eine macht. Ah, der hat. Der will offenbar. Das sieht nicht gut aus. Der will offenbar einen Rock einladen. Der da macht irgendwas ganz anderes. Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir mal raus. Ich mach die Luluke mal zu. Ich werde hier nicht. Also erstens verorte ich mich hier definitiv. Ich sehe gerade, ich sollte vielleicht was trinken. Achso, warte mal, das muss man ja aufmachen. Kuckuck. Lass mich hin. So. Und wie der Siruk so schön sagt. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das heißt, wir resetten die Location. Yes. Und transferieren den Imprint noch einmal. Tuck. Ich lebe übrigens schon Ewigkeiten in meiner Carrack, habe ich das erwähnt. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das schon sind. Gut, eigentlich der Ausflug mit der Reclaimer müsste man wegnehmen, weil, sind wir mal ehrlich, da habe ich die Carrack natürlich eingelagert und dann wieder gespawnt, aber ich habe sie nicht angerührt. Ansonsten ist alles gut. So, da draußen dürfte keiner auf mich schießen, was dann natürlich nicht heißt, dass mich keiner überfährt. Ne? Also insofern. Keiner links, keiner rechts. Und wir machen sicherheitshalber. Wer macht zu, sagte ich. Warum geht es nicht zu? So. Nicht, dass hier einer ankommt und dann sagt, hö, ich geh da mal rein. So, den Schiffen nähern wir uns mal nicht. Wie gesagt, hier liegt
würde ich mal behaupten, Überrest von einer Fury. Meine ist es nicht. Ja, das ist der Flügel von der Fury. Könnte man jetzt natürlich... Warte mal. Ach nee, schade. Geht es? Nee, schade. Wir sind in der No-Fire-Zone. Ich wollte gerade Beute machen. So. Meine Carrick steht da schön rum. Die lassen wir da mal stehen. Ich weiß nicht, was die hier machen, aber die lassen wir auch mal alle in Ruhe. Jetzt holen wir uns mal das STV und machen erstmal eine Probefahrt mit dem Ding. Die sind aber auch alle hochgradig vertrauensselig. Lassen ihre Schiffe offen stehen. Ich bin da so, nein. Nachher kommt einer an Bord oder schießt dich dann, wenn er sobald du aus der No-Fire-Zone raus bist. So, wie sieht's hier aus? Oh, look at this, look at that. Da ist überhaupt nichts drin, schade. Bin ja auch nicht der Erste. So, das Erste, was wir mal machen, ist... so, ich müsste ein STV haben, nicht ein PTV, das sind die kleinen Golfwagen, von denen habe ich auch zwei. Wie gesagt, die Referral-Bonusse sammeln sich so an. Das ist neu, hier, STV. Gib das her. Request Delivery. So, wie lange dauert das? Müsste gleich da sein, glaube ich, ne? Also das, wie gesagt, der Referral-Bonus vom, vom diesjährigen, von der Free-Flight-Woche kann man machen. Ist das süß, guck mal. Ach, guck mal, der hat sogar den Skin gleich drauf. Das heißt, ich dachte, ich muss ihn in der Standard-Variante zeigen. Aber nein, der hat den Skin gleich drauf. Was natürlich cool ist. Wie lange nehme ich jetzt gerade schon auf? 20 Minuten, alles cool. So, dann machen wir mal eine Spritztour in der Hoffnung, dass unsere Carrick in der... Ist das knuffig. Sieht aus wie so ein Matchbox-Auto. Knuffig süß. So. Also, das, wie gesagt, der Referral-Bonus im grünen, ich weiß nicht, wie sie... Green, irgendwas mit Green Electric, bla bla. Was grün mit elektrisch zu tun hat, weiß ich nicht, aber... Systems. Juhu! So. Soll eines der schnellsten Bodenfahrzeuge sein. Hoppala, da hat es kurz gehuckelt. Soll eines der schnellsten Bodenfahrzeuge sein. Ist also fürs Racing gut geeignet. Gucken wir mal, wie die Bodenhaftung so ist. Juhu! Eigentlich ganz cool. Disco Baby! Bring ihn hier um, mein Freund. Ich versuche mal eine ganz enge Kurve, Achtung, und enge Kurve. Naja, okay, solange er in der Luft ist, macht er natürlich keine engen Kurven. Ja, und jetzt Sprungschanze. Hui! Naja, hui ist so eine Sache. Aber hui, da hinten ist hui, pass auf, hui. Vielleicht sollte ich das lassen. Warte mal, vielleicht sollte ich dem nicht ins Schiff springen. Uha! Ach, cooles Ding. Also, wie gesagt, nochmal dickes Danke dafür. Der wird definitiv aufgehoben und behalten. Beißt sich jetzt natürlich ein bisschen mit der Farbe an meiner Carrack. Hoppala, der Lichter. Ja, aber gut, ist natürlich... Pass auf, jetzt springe ich über die beiden Cutlasses drüber. Nein, machst du nicht. Was liegt denn da hinten? Da liegt ja auch schon wieder was rum. Oh, oh, oh. Also, man merkt, ja, man merkt... Das war eine Cutlass, würde ich sagen. Man merkt, die Persistence auf dem Server funktioniert. Da liegt der Rest. Warte mal. Ja. Ist aber zu gut. Nee, ne. Fürchte nicht. Aber schon geil, wie hier die Teile rumliegen. Ich muss aufpassen. Weil... Ich habe noch, wie lange Minuten? 17 Minuten, ist okay, alles cool. Aber ich hätte schon gerne einen Sprung gemacht. Pass auf, wir machen mal einen Sprung hier. Yay! Da kann ich einen Sprung machen. Nee, dann springe ich dem in seine Guardian rein. Mann, ich will einen Sprung machen hier. Ich will hier so einen Sprung machen. Aber die stehen alle im Weg. Warte mal, ich habe eine Idee. Wird eine doofe Idee. Eine richtig blöde Idee, genau.
So, warte mal, da ist doch eine Sprungschanze. Da ist auch nichts im Weg, oder? Go, go, go! Und Sprung, ja! Nein! Hast du ganz toll gemacht! Mann! Ich hab mir an den Pfosten festgefahren. Gut. Halt! Das geht! Das geht! Ich krieg das wieder los. Nee. Ich glaube, das war's gewesen. Mann! So, komm raus da. Ich gehe mal ganz kurz nochmal ein neues Schiff. Ich meine, neues. Keine Ahnung, was die hier treiben. Aber die werden schon wissen, was sie tun. Ich hol mir mal ein neues. Dann lagere ich das ein, sonst wird das hier nichts. Unglaublich. Ich wollte doch nur einen Sprung machen. Was ist jetzt los? Warum geht das Licht aus? So, ist jetzt was drin? Nein. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Naja. STV. So, claim the STV, so. Your insurance claim has been sent. Und ich paye da auch hier die 70. Your vehicle has been moved to our storage facility. Ja, gib jetzt her. Vehicle selected. Your vehicle has been delivered to the forwarding location. So, da ist es wieder. Und jetzt fahr ich das in die Carrack, sonst gibt es hier noch ein Unglück. So, wie geht's meinem. Naja, 19 Minuten. So. Hallo? Ah, okay. Brüm, brüm. Ich sagte brüm, brüm. Danke. So. Rein in die gute Stube. Nach oben. So. Du bleibst hier kurz stehen. Es sieht schon knuffig aus, das kleine Ding. Das ist ja das, was dem Golfkart, also dem PTV, so gefehlt hat, ne? Sagen wir mal, die Spritzigkeit. Das war das Wort, was mir fehlte. Gehen wir das da rein? Ich denke, ja. Zeig mal die Außenansicht. Wenn nicht, muss ich den Ursaar ein bisschen versetzen, oder? Ja, den muss ich. Ey! Ach nee, da ist er. Okay. Wollte gerade sagen, der Ursaar ist weg. Okay, der Ursaar muss versetzt. Das ist meins. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Finger weg. Muss den Ursaar versetzen. Mach keinen Scheiß, mein Freund. Mach keinen Scheiß. Muss den Ursa versetzen. Kann der hier rein und das Ding wegfliegen? Hoffentlich. Was ist das? Ich töte dich. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich überfahre dich mit dem Ding hier. Setzt er sich da rein? Ich krieg die Krise. Naja, mein Gott. Mal kurz bringen. Hat er irgendwas gesagt? Was war das? Keine Ahnung. Welcome to Mars Space Industries. Enjoy the ride. System check. So, wir müssen ein bisschen nach rechts reinfahren, damit. Gar nichts. Sieht es gut aus? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, so kann man das machen.
So, jetzt fahren wir das Ding da rein. Wenn er mir es nicht schon weggeholt hat. Noch steht er da zumindest da unten. Kann natürlich auch jetzt sein, dass er jetzt an Bord ist. Und ich das nicht mitgekriegt habe. Was treibt der da? Wie grüßt man? Ich glaube, ich habe jetzt gerade gegrüßt. Hoffe ich. So, passt das jetzt da rein? Ich glaube, ja. Ohne Probleme. Ist doch viel stylischer. So. Ist das Ding jetzt aus? Nein. Mach das doch mal aus. Keine Ahnung, was da gerade abgeht, aber. So. Ist drinne. Ist der Typ jetzt draußen? Bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Der draußen ist. So, also hier kommt er jedenfalls nicht mehr rein. Der steht hier, das ist ganz knuffig. Da ist er nicht. Naja. Ich werde sehen, wenn er mich von hinten erschießt. So. Ruf da. So, ich fliege jetzt ins All und da verorte ich mich und dann fangen die nächsten Abenteuer an, würde ich mal sagen. Was heißt verorte mich? Dann, da logge ich dann aus, aber. Oder? Ich will mal kurz gucken hier. Da hinten steht immer noch das andere. Da hinten steht das andere STV. Ich dachte, ich hätte ihn geclaimed. Keine Ahnung, was der jetzt da hinten treibt. Aber gut. Gut. So, wir starten. Und ihr seid dann gleich Zeuge, wenn er von hinten rücks an mich rantritt und mich umnietet, dann wissen wir, was passiert ist. So, ist der da irgendwo unter mir? Nee, ne? Nicht, dass er gleich platt gemacht wird, wenn ich abhebe. Tschüssi! Alles cool. So. Leaving Amatristic Zone. Caution. Ja, ich bin vorsichtig. Ich hab meinen kleinen STV dabei. $3,4 million. Oh, kann man jetzt die Vulture kaufen oder wovon reden sie? Kann sein. Irgendwas kann man jetzt kaufen. Buy New Deal, also in Game. Wissen nicht, was es ist, aber könnte die Vulture sein. Da hat man sich ja bisher beschwert, dass man das noch nicht könnte. Wenn man die kaufen könnte, dann könnte ich ja für meine. Naja, so viel Geld habe ich gar nicht. Erstmal ins All. Kann man irgendwo hinspringen. Warte mal, da. Das ist ein Com-Array nach Hurston. Komm, wir springen mal nach Hurston. Oder von mir aus Everest Harbor. Wie es dann weitergeht, ich werde dann noch weiterspielen, aber wie es dann weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi.